Hi, hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Teil der Rundführung durch das streng geheime Versuchslabor des Lambda-Kerns in Half-Life Source. Sollten Sie entsprechende Bedenken über die Sicherheit haben, wenden Sie sich nach Ende dieses Rundgangs bitte doch an die Headcrab Ihrer Wahl. Danke. Na denn, das war mal ein etwas anderes Intro und... nicht das Speichern vergessen. Was war das denn jetzt? Immer schön zwischendurch speichern, weil hier gehen die Energiestrahlen lang und hier wurde schon ein Alien gegrillt. Wie sagt man so schön? Haha. Aufpassen, zwei Laserstrahlen. Hier ist die Nummer 1 und kurz dahinter die 2. Und wir hoffen, dass wir die... gut. Wir haben es geschafft. Tür zu, Tür zu. Ach, Gott sei Dank. Sehr gut. Das ging ja schneller als gedacht. Viel schneller. Fast schon zu schnell. Und wisst ihr, was ich noch nicht vergessen darf? Sicher ist sicher. Wir sind ja schließlich hochqualifiziertes wissenschaftliches Personal. Da muss man sich ja immer gut vorbereiten. Versorgung. 100%. Bewegungsaktiviert. 100%. Blödeldraht ist mal wieder falsch lang gelatscht. Was soll das heißen? Hier funktioniert ja auch gar nicht in diesem Laden. Oh Gott. So wie der springt. Haben wir halt Glück gehabt. Nochmal Supply. Gut, ich bin gerne supplied. Auf jeden Fall, gleich starten wir mal das schöne Experiment der Teleportationslabore. Es ist ein Freeman. Gordon Freeman, bitteschön. Hey, Gordon. Hi. Wolltest du was sagen? Nö? Ich könnte jetzt echt ein kühles Blondes gebrauchen. Ja, ich auch. Der schon wieder. Wir? Du sollst nicht weitergehen. Von so ein paar blöden Aliens lasse ich mich doch nicht ärgern. Nicht moppen und foppen und narren erst recht nicht. Ah ja, ich glaube, das hätte hier irgendwo einen Dampf aufgehört. Doch nicht. Dann eben nicht. Irgendwo hier sind noch in diesem Gebiet die Teleportationslabore. Hier ist schon mal ein Labor. Und hier... Nö. Wir gehen erstmal hier rein. Durch grün darfst du gehen, bei rot bleibst du stehen. Oder wie darf man das sehen? Ah, umgekehrt. Bei rot musst du gehen, bei grün bleibst du stehen. Aha.
Interessant. So funktioniert die Materieübertragung also durch zwei Räume. Nicht schlecht. Uhu. Alter. Wieso habe ich so zur Seite gezielt? Aha. Na, das ist ja was. Ich mache mir die Mühe, sie zu erschießen und dabei hätte ich sie eigentlich erschlagen können. Und übrigens, das hier wird jetzt die haarigste und nervigste Passage überhaupt. Weil ich habe keine Ahnung, welche Portale ich benutzen soll. Denn hier, da sind drei Bereiche. Und man muss immer weiter nach oben kommen, bis man denn da oben im richtigen Portal landet, wenn man es richtig anstellt. Seht ihr? Noch ist hier nichts und wir wollen mal sehen, hinter welchem Portal steckt mein Herzblatt. 1, 2 oder 3? Nö, das war nichts. Zack. Ich hab zack gesagt. Ist es denn so schwer, einfach mal auf diese blöden... Ja, ja. Und jetzt darauf? Drei war es nicht. Zwei vielleicht? Schauen wir mal. Ja, yep, die zwei ist es. Gut. Und ist es die sechs? Mal schauen. Zackel. Portal Nummer vier, das gebe ich mir. Und ich hoffe, dass es das Richtige ist. Und gleichzeitig muss ich auf etwas aufpassen. Nämlich, ich glaube, das war jetzt. Okay. Und gleichzeitig Portal 7. Schönes Grün. Ah ja, ich bin richtig. Oh nein. In diesem Gebiet hier ist es die Aufgabe des Freemanschen Personals, zwei Schalter zu betätigen, damit man hier rein kann. Mal schauen. Wo ist hier Schalter Nummer 2? Da irgendwo. Nee, da ist er. Aha. Na endlich. Jetzt ist das Portal offen. Und dann gucken wir mal, welches das Richtige ist. Na denn. Was ist das richtige Portal? Ich hoffe mal, es ist die 2. Okidoki. Und mal schauen. Trollt uns das Spiel oder... Ich hoffe einfach mal, dass es das nicht tut. Ansonsten habe ich viel zu schneiden. Und ja, ich möchte ja nicht, dass ihr euch mit ansehen müsst, wenn ich hier so weiter rumwurschtel. Jetzt auf 35% Energie, jetzt auf 50%. Schön für dich. Naja, jedenfalls hier ist alles zusammengebrochen. Und unser hochwissenschaftlicher Wissenschaftler... verabscheut dieses Geräusch übrigens auch. Hi. Ein Wissenschaftler mit Knarre. Freeman, endlich haben Sie uns gefunden. Das ist er ja endlich. Wir dachten schon, es würde nicht klappen. Das hier ist das Versorgungsdepot für unser erstes Forschungsteam.
Auf der Grenzwelt wurden damals etliche hübsche Proben eingesammelt und hierher zurückgebracht. Das heißt, bis die Mitglieder des Forschungsteams selbst eingesammelt wurden. Wir vermuten, dass es da drüben ein riesiges Portal gibt, das durch die intensive Konzentration eines einzelnen mächtigen Wesens entstand. Sie werden es sofort erkennen, wenn Sie es sehen. Ich sage, das Puls ist Ungar, Freeman, aber Sie müssen es unbedingt vernichten. Natürlich sind Sie uns nichts schuldig, Mr. Freeman, aber Sie haben es doch schon so weit geschafft. Sie wissen genauso viel über diese Kreaturen wie wir oder sonst jemand. Wichtig ist doch nur, dass es nicht mehr viel geben wird, was wir Heimat... Tja, also, wenn wir natürlich weg sind... Mein Kollege erwartet Sie an der Hauptsteuerung des Portals. Er wird die Tore für Sie öffnen, Mr. Freeman. Bitte beeilen Sie sich. Schon gut. Und dann die Ausrüstung nehmen. Ich werde Deckung geben, während das Portal warm läuft. Gut, dann sieh dir mal... Ja, mit deiner Wasserpistole. Hehe. Huhu. Wollen wir es mal alles einsammeln, was wir kriegen können. Mr. Freeman ist ein Modul für weite Sprünge. Es wurde exklusiv für die Benutzung in der Welt da drüben entwickelt. Wir hoffen, dass Sie für lange Sprünge ausgebildet wurden. Wenn Sie jetzt einmal in Training sind, dann werden Sie dieses Training bitter nötig haben. Oh ja. Ich kann empfehlen, dass Sie diese Fortbewegungsart auf jeden Fall üben, bevor Sie hinübergehen. Ja, ich denke, das sollte ich. Aber vorher erstmal alles nachladen. Das muss auch sein. Zack. Energieunterstützung. Bewegungsaktiviert. 100%. Gut. Und damit haben wir unsere Lieblings-Betsy. Yep, ich bin's, der Freeman. Und niemand ist mehr Free als ich. Naja, kann man so stehen lassen. Hallo. Hallo Freeman, ich bin hier oben. Trainieren Sie weite Sprünge, wenn das Ihrer Meinung nach unbedingt nötig ist, aber beeilen Sie sich bitte. Ah ja. So, schleichen und springen. Schleichen und springen. Schleichen, dann springen. Und ganz wichtig. Ach, ja. Was für ein Zeichen, wenn man sein leises Genuschel ohnehin kaum versteht. Na denn. Komm. Na komm. Komm. Sprich lauter, ich verstehe kein Wort. Na dann, Heureo. Willkommen in der Welt der Außerirdischen. Oder Dimension. Seht ihr es, wie ihr wollt. Haha.
Übrigens, diese Welt habe ich immer gehasst. Beziehungsweise Dimension oder Existenzebene. Nennt es, wie ihr wollt. Weil hier geht es mehr um Jump'n'Run als Ballern. Zumindest in diesem Gebiet. Und vor Anspannung weiß ich jetzt gerade nicht, was ich sagen soll. Außer, dass wir gleich zu Ende sind. Wisst ihr, man könnte es überleben, wenn man hier runterspringt. Anscheinend ist die Schwerkraft nicht ganz so extrem. Na gut, das geht ja fast noch. Aha. Ja, hier ist die Schwerkraft höher. Geringer, würde ich sagen. Großartig, wie viel Schuss denn noch? Weil die Dinger da sind böse. Böse. Wie sagte es einst Meerjungfrau Mann? Böse! Oder, naja. Das sind so eine Art Schussanlagen, Selbstschussanlagen. Und sie fressen viel zu viel Energie. Ich wette, es gibt eine andere Methode. Was war das denn? Aha, drei Granaten tun's auch. Übrigens. Ja. Nein. Ruhe. Hier, das hier. Das sieht doch echt fantastisch aus. Und? Guckt mal auf die Lebensanzeige. Ah. Wenn das nicht ganz so tief auflösend wäre, dann könnte man meinen, das wäre Folie. Richtig feine Folie mit Wind drunter. Ah, ich liebe dieses Zeug. Unbegrenzte Heilung. Ach ja. Für den da kam jede Hilfe zu spät. So. So, komm. Geh kaputt. Na komm, drei Granaten reichen doch. Habe ich nicht getroffen oder was? Doch. Okay, war es das jetzt? Mir ist schon bewusst, dass da gerade etwas war. Ich habe es nämlich gesehen. Aber ich möchte am liebsten hier gleich alles erforschen, damit ich ja nichts vergesse. Nö, das war's. Und ja, die Folge nähert sich mit großen Schritten einem unerwarteten Ende. Aber erstmal haben wir schon ewig nicht mehr. Auch hier. Alles voll mit den... Was sind das? Leuchtkäfer? Oh, das Ganze hat ja fast schon einen fast spirituellen Touch. Aha, was tut sich denn da? Eine Art Elektronik oder Biomechanik. Haben die ihre eigenen Portale? Interessant. Wir werden doch mal sehen, was sich hinter diesem Portal verbirgt. Aber erst in der nächsten Episode. Ja, ich bin ein kleiner Stinkstiefel. Auf jeden Fall, lasst mir doch gerne entsprechendes Feedback da, falls ihr wollt. Über ein Abo und Like würde ich mich natürlich auch freuen. Bis dann und tschüss.